unter dem Trabrenn- und Trabzuchtverband Tirol, der am 26. November 1977 gegründet wurde, gab es auch im Verband 12 Mitgliedervereine. Einer davon, der Trabverein Wattens, geführt unter Präsident Max Strasser und Vorstand. Die Schlittenrennen in Wattens waren in den 70er Jahren immer schon ein Publikumsmagnet und eine besondere Pferdeveranstaltung mit viel Prominenz. Im Ried, im Bereich der heutigen Enigtankstelle, wurde eine Trabrennbahn mit viel Aufwand im Schnee angelegt. Spannende Rennen begeisterten die Pferdefreunde aus der Region. Unter ihnen war auch Max Strasser aus Wattens, der bei den Rennen des Öfteren das Siegespodest betreten durfte. Seit über einem Jahrhundert gibt es in Tirol eine große Anzahl von Freunden des Trabrennsports. Um die Jahrhundertwende waren es vornehmlich die Bürger und Bauern, die der Zeit entsprechend eng mit dem Pferde waren und an vielen Wintersonntagen Pferderennen veranstalteten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Tradition wieder aufgenommen, entwickelte sich aber rasch zu einem echten Breitensport im ländlichen Raum Tirols. In den Wintermonaten der letzten Jahre wurden im Durchschnitt alljährlich ca. 10 Renntage auf Schneebahnen durchgeführt, die jeweils zwischen 700 und 2000 Zuschauer zu verzeichnen hatten. Die Aktiven dieses Pferderennsportes, seien es Besitzer, Akteure, Fahrer oder Jockeys oder Züchter, kommen aus allen Bevölkerungsschichten, Bauern, Arbeiter, Angestellte und Unternehmer. Sie beschicken auch im Sommer zu einem hohen Prozentsatz Rennveranstaltungen in Salzburg, Wels und Wien. Bis 1976 unterlagen alle diese Tiroler Aktivitäten dem übergeordneten Verein in Salzburg. Schon bei vielen Versammlungen und Besprechungen der Pferdesportfreunde Tirols wurde der Wunsch geäußert, die Gründung eines eigenen Dachverbandes anzustreben und so den örtlichen Vereinen im Lande eine tirolerische Übergangsorganisation zu geben, die sich auch mit der österreichischen Traberzentrale abstimmen sollte. Am 26. November 1977 wurde dann die Verbandsgründung vollzogen. Die Mitgliedsvereine Matrei in Osttirol, Würgl, Kitzbühel, Kufstein, Kirchberg, Wattens, Meierhofen, Schwaich, Elmar, Ebbs, St. Johann in Tirol und Kirchdorf in Tirol. Musik
Besonders in unserem Land Tirol, in dem das Pferd durch Jahrhunderte ein treuer Mitarbeiter des Menschen war, sollte es erhalten bleiben, unter Beibehaltung von Tiroler Tradition, angepasst an die moderne Zeitentwicklung des Rennsports. Der Trab-Rennverein Wattens ist ein Traditionsverein, der schon viele Jahrzehnte in Wattens besteht. Im Vorstand ist Präsident Max Strasser, Vizepräsident Hubert Narr, Kassier Martina Klingenschmidt-Narr, Kassier-Stellvertreter Luis Gobinger, Schriftführer Rita Ecker, Schriftführer-Stellvertreter Johanna Schweiger. Für 2021 schaut es mit den Rennen sehr schlecht aus. Durch die Corona-Pandemie mussten fast alle Rennen abgesagt werden.